Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play. Ja, Let's Play was? Natürlich Let's Play Far Cry 5. Ubisoft, es ist soweit. Juhu, es ist da. Wieder an Bord die Dunja Engine. Übrigens ist es die Dunja Engine 2. Das ist, dahinter steckt eigentlich eine modifizierte Crytek Engine. Genau, Crytek Engine ist dahinter. Far Cry 5. Da werden wir uns jetzt heute reinstürzen. Es ist heute erschienen am 27. März und 2018 oder geht das gleich los. So, ein bisschen Einstellung habe ich schon gemacht gehabt, aber ich habe das Spiel noch nicht angestartet gehabt. Ich lasse mich da mal völlig unüberraschen. Und es passt auch so schön in unsere Far Cry 5 Reihe. So, apropos Far Cry Reihe. So, wenn wir schon dabei sind, Far Cry Reihe. Dahinter steckte diesmal wieder der Dan Hain. Dan Hain war auch Lead Producer von Far Cry 3. Also, ein altgedienter, kennt sich da ein bisschen aus. So, wir starten gleich ein neues Spiel als solches und gucken, was uns erwartet. Wir versuchen das ganz natürlich normal, weil schwer wird ein bisschen schwer, gleichzeitig zu spielen, zu labern und dergleichen. So, wir haben hier die Möglichkeit auszuwählen. Und zwar, wir nehmen natürlich hier einen männlichen, bestätigen. Genau, wir sind nämlich ein Sheriff unterwegs in Hope County. Ich habe mich mal ein bisschen dem örtlichen Flair angepasst, und zwar dem Montana, weil wir sind in Montana, da kommen solche. So, da haben wir den Vater. Das ist das eigentlich auch große Hauptproblem als solches bei Far Cry 5, um was wir uns kümmern wollen und sollen und dürfen und können. So, was kann ich noch schon erzählen? Ah ja, das Spiel hat ja eine ganze Menge Schlagzeilen gemacht, das nicht nur als Spiel, sondern auch in Amerika. Liegt ein bisschen an dem Setting von dem ganzen Ding, und zwar der Alt-Right-Bewegung fand das Ding nicht so cool, weil es ja um weiße, radikale Christen geht. Soweit kann ich ja schon mal verraten, weil das ist ja überall zu lesen gewesen. Und die fanden das, ist nicht so cool, weil sie nicht korrekt und sowas. Die hätten gerne gehabt. Ich halte mal die Klappe jetzt. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es mein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß. Wir sind Gott allein. Verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Manchmal ist es besser, es gut sein zu lassen. Ja, nun, die Gesetze gibt es nicht ohne Grund, Sheriff. Und Joseph Seed wird das auch begreifen. Brad, ich brauche Verbindung zur Leitstelle. White House an Leitstelle, over.
Earl, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy. Over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshall zur Vernunft zu bringen. Over. Alles klar. Er hat Glück, dass ich nicht da bin. Lasst mich wissen, wenn es Probleme gibt. Over. Verstanden. Over and out. Vielleicht hätten wir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred! Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project at Eden's Gate, PEG, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz harmlos an, aber jetzt sind sie bis an die Zähne bewaffnet. Und zu allem bereit. Höre ich da Angst, Sheriff? Da wären wir. Das Anwesen ist unter uns. Letzte Chance, Marshall. Wir gehen rein. Bring uns runter. Red, hab verstanden. Jum. Da haben wir schon mal einen kurzen Einwurf gekriegt, wer Joe Seed sozusagen ist. Da haben wir das Startkommando gekriegt. Los geht's, heißt es. Dann werden wir uns das erste Mal selbstständig in Far Cry 5 bewegen. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen leicht mal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben. Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts an. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Gültiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, marsch ich auf den Weg. Okay, wir sind jetzt zu Ende des Spiels. Es geht los, wir klopfen gleich bei Josef mal an die Tür. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird dann erst richtig losgehen. So. Ah ja. Na schön, Hudson an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du, mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Und eine Todesanzeige, würde ich eher sagen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Yep. Dass wir auf den Abgrund zusteuern. Und dass der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Ich auch. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, na los. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur ein Scheiß drauf. Joseph Seed, ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Ich glaube, das wird er nicht tun. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nimm die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt.
Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Nette Zeitgenossen. Und ich sah, dass das Lamm das erste. Und die haben die gleichen Einkleider. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie, leg den Mistkerl-Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Okay. Natürlich verhaften wir den Freund. Wir sind ja dafür da. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. So, wie gesagt, Ubisoft präsentiert Far Cry 5, da haben wir den lieben Joseph Seed, the Father, kennengelernt. Im Hintergrund waren es auch gar seine Tochter und seinen Sohn schon zu sehen, mit dem werden wir auch noch zu tun haben. So, wie zu gehen? So, was ich erst noch erzählen wollte, bevor wir über den Joseph hier gerade durch die Gegend schieben, und zwar, die All Rights fanden das Ding nicht cool, weil die haben so ein bisschen Problem mit... weil die das nicht so cool fanden mit dem christlichen, radikalen Setting. Die fanden, es ist eigentlich viel besser, Lazarus Islamisten machen. Oder einfach wenigstens Straßengangs. Ja, die All Rights wollten das ganze Ding hier auch ein bisschen boykottieren. All Rights, das ist auch die Ecke, wo man auch ganz schnell den Namen Donald Trump und sowas findet. Selbst hat das Spiel eigentlich keinen direkten politischen Bezug, aber man wird ganz schnell mitkriegen, dass das Ganze doch ein bisschen politisch angehaucht ist. So, ja, ich bin ja dran, ich renne mal nicht so schnell. Ich glaube, da... Jo, jetzt geht die Kacke los. Ein Produkt von Ubisoft, Montreal, Toronto. Shanghai war auch noch mit drin, das weiß ich. Das habe ich gelesen. Rein mit Josef hier. Ja, ich will auch mal was tun hier. Das ist immer Kacke, diese ewigen langen Cutscenes ohne Action. Alle dürfen, nur ich nicht. Ich will Videospiele haben und keinen Film verfangen. Verdammt nochmal, ja. Mittlerweile geht die ganze schon 13 Minuten und wir haben noch nicht ein einziges Mal einen Schuss abgegeben. Alles nicht so cool. Na gut. Wird sowieso die erste Folge, die werden wir ein bisschen länger gestalten, damit wir noch ein bisschen was vom Gameplay mitkriegen. Von daher. Doch, mit dem Hubschrauber sind wir jetzt nicht weit gekommen. Wir sind immer noch im Vorspann. Ist ja schön und gut, dass man Atmosphäre aufbringt, aber muss es denn immer ein halber Kinofilm sein? Bitte melden, Nancy, alles okay. Okay, wir können den Kopf ein bisschen wackeln. Wieder mehr auch nicht. Okay. Ja, der Vater ist schon wieder weg. Ah, der doch noch da. Bitte melden. Over. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Alli, klar. Bitte. Ich will wissen, was da los ist. Leitstelle? Oh mein Gott. Hier ist alles in Ordnung. Ah, ja. Niemand muss angerufen werden. Alles klar. Der hat ja gesagt, die Polizei ist auch korrupt. Niemand kommt, um euch zu retten. Alles klar. Wir retten uns selbst. So läuft die Devise. Der Herr hat
dich mit seiner Liebe beschützt. Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan. Ich bin immer noch hier bei euch. Okay, der Sheriff. Das erste Siegel wurde gebrochen. Der Kollaps hat begonnen. Yep. Und wir nehmen uns, was wir brauchen. Und wir bewahren, was wir haben. Langsam wird es ein bisschen nervig. Das pisst mich jetzt schon ehrlich gesagt. Viertelstunde schon Game am Laufen und nichts konnten wir tun. Vielleicht sollte ich mir eine Far Cry 5 DVD kaufen und sie mir angucken. Okay. Okay. Ja, das. Er will was machen. Ja, zum Glück keine Quicktime-Event hier, das wäre der größte Bruder. Ja. So, ja, da waren wir ja schon gerade. Die Frage, wo rennen wir hin? Wir folgen einfach mal den Weg. Wir haben endlich Gameplay. So, im Feuer wohnt da jemand. Kann man hier irgendwas looten? Knüppel können wir looten. So. Geht's mal lieber hier lang weiter. Noch mehr Feuerhütte. Da werden wir jetzt hingehen. Wir sind im Gameplay. Yes, wir sind endlich im Gameplay. Und haben nur nichts Unterbrechung. So, ja. Takedown schleichen, alle klar. Kennen wir alle schon aus den anderen Fachkartellen. Nicht so weiter wild. So. Wir schleichen uns mal ja ganz vorsichtig ran. So. Okay, mein Freund hier. Bereiten uns mal auf den Takedown zu. Es ist schlimm. Das war ein Hinterhalt. Er ist tot. So. Plünder mal. Wir haben erste Kanone. Der hat auch einen Knüppel. So. Erste Kanone. Wir schauen uns nochmal in der Hütte um. Noch mehr Kanone. So. Wir schauen uns mal hier weiter um. Baseballschläger nehmen ist viel besser. So. Was haben wir denn hier? Ah, Kistle. Plündern. Pistolenmunition, 7 Schuss. Naja, jetzt haben wir schon mal 15. 15 Schuss, damit können wir ja. Ja, Vater sieht ja schon fast aufhalten. Nur wir bewegen uns dann trotzdem mal vorsichtig. Auch nehmen, vielleicht besser. Hier noch irgendwas zu holen? So. Wir versuchen es einfach mal weiter zum Richtung nichts Feuer zu durchzumogeln. Okay, da stehen welche rum. Vorsichtigerweise gehen wir mal hier lang hoch. Ich würde sagen, wir klettern einmal auf den Hochsitz. Okay, plündern wir das. Pistolenmunition. Yep. Tja, ich würde sagen, da müssen wir hin. Wir werden aber nicht von oben angreifen. Wir werden uns dann das von der. Ein bisschen. Bei Pistole ist nicht so die große Fernkampfwaffe. Deswegen werden wir da langsam mal. So. Guck mal. Plündern voll, wir können die plündern. Nein, das ist auch mal eine schöne Anzeige.
Oh, plündern wir das ganze Pulsum und ich so mitgenommen. Wo liegt er denn rum? Auch hier plündern. Schrotgewehrmunition. Was haben wir denn nur am waffentechnisch eigentlich alles da? Metallrohr, Pistole. Also voll ausgerüstet in den Kampf gegen Farazid. Nette Umgebung hier. Besonders die Deko hat es hier in sich. So. Nach da oben sollen wir irgendwie hinkommen. Hier der schräge Baumstamm könnte vielleicht nützlich sein. Können wir drauf? Nein, guck mal nicht. Der ist zu schräg. Okay, haben wir eine Brücke. Das ist ja wieder planlos. Okay, keine Minimap. Wir orientieren uns einfach so. Okay, da haben wir ein Fahrzeug stehen. Hier liegt auch wieder einer rum. Der macht ein Nickerchen. Und wieder eine Katze. Rookie, tut mir leid. Ich dachte, dich hätte es erwischt. Komm schon. Komm schon. Sichert den Raum, Rookie. Ist sicher. Oh Herr Gott. Ich hatte ja keine Ahnung. Tja. Fuck. Wir sperren die ganze Familie weg. Jeden einzelnen. Ja. Der Psychopathen. Tja. Die haben drei haben wir auch noch da gesehen. Rauskommen, Rookie. Aber zuerst bewaffnen wir uns. Hier. Das ist super. Alles klar. Wir machen das jetzt so. Die Straße da draußen. Wir nehmen die und wir fahren nach Nordosten. Es sind wohl nur ein paar Stunden zurück nach Missoula. Und dann kommen wir zurück hierher mit der gottverdammten Nationalgarde und wir erledigen den Rest von... Okay. Okay. So, weiter geht's mit der Action. Er ist weg. Ihr beschissenen Psychopathen. Ist auch weg. Okay, Gewehrmunition mitgenommen. Wir gucken uns trotzdem noch ein bisschen hier um. Nochmal MP-Munition mitgenommen. Und jetzt geht's nach draußen. So, laden wir das Rumsen, würde ich sagen. Ja, den Freund schon wieder beleben. Der hat es schon gleich wieder zerlegt, ja. Danke. Zurück an die Arbeit. So, mein Freund. Ich hab die Truckschlüssel in Deckung. Schön, dass du die Schlüssel hast. So, erste Hilfe benutzen. Jo, wie ich bin okay. Ohne dich wäre ich tot. Wir müssen schön. Nachladen die Kiste. Wir wissen nicht, wem wir trauen können. Oh, die Rehe. Oh nein, wir haben die Straßen blockiert. Oh, die werden gleich hinterher kommen. Mach ich doch gerade. So, das war der Fahrer. Na, erst Hilfe reinpfeifen und nachladen. Zum Glück unendlich Munition, das ist auch nicht schlecht. So, Dynamit nehmen. Ja, wie soll ich da ausschalten? Ja, genau so. Jag sie hoch, okay. Da, rechts.
Du bist gut. Ah, den haben wir jetzt erwischt, endlich. So, das lief gut. Sollten wir vielleicht mal erste Hilfe reinziehen. Okay, jetzt sind sie vor uns, die Freunde hier. Geht ja schon los mit voller Action. So, das war der Fahrer. Ja, fand ich auch. Der war super, der Schuss. So, die sind ein. Okay, voll, geht weiter. Ich hoffe mal, die geht nicht allzu lange, weil meine Facecam würde sonst dann ruckzuck aussteigen. So. Das hört sich nicht gut an. Voraus? Was voraus? Okay, damit war der Sprung von der Brücke. Den Marshall hat es wohl damit auch zerlegt. Ah ne, der lebt noch. Schwarzer Green wird geladen. Ja, haben wir noch eine Kanone? Nein. Okay, der Barsche macht das alleine. Und schon wieder Kinofilm. Alles, was ich euch sagte, ist nun wahr geworden. Die Beamten, die mich euch wegnehmen wollten, sind in der liebenden Obhut meiner Familie. Nur ein Recht. Und zwar wir, der Rookie. So. Was das bedeutet? Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Dieser verdammte Kollaps. Die glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Das Klügste für mich wäre wohl, dich einfach an sie auszuliefern. Scheiße. Okay. Der scheint pissig zu sein. Raus aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Los, zieh dich um.
Und dann komm zu mir. Mal sehen, ob wir das wieder gerade biegen können. So, wir sind jetzt mitten im Spiel von Far Cry 5. Wir haben die doch recht lange erste Folge überstanden gehabt. Hier geht's dann weiter. Wechselt die Kleidung. Das machen wir beim nächsten Mal. Als solches. Ich hoffe mal, ihr hattet euren Spaß. Trotz langer Cutscene wird die erste gigantische Folge sein. Ich freue mich schon auf eure ersten Kommentare, was ihr dazu zeigt. Und dergleichen. Sonst bleibt mir also sagen, es geht dann hier beim nächsten Mal gleich weiter mit Far Cry 5. Und ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.